Sobald man aufsetzt oder abhebt, muss man neu anfangen. Das ist nicht so einfach, ne? Nee. Letztes Jahr bin ich einmal so durchgeflogen, das war einfach. Aber dieses Jahr, ich bin in den Jahren nicht mehr geflogen. Nee. Das Schön. Deine Freundin hat gesagt, du wirst daheim auch noch.
Jetzt geht's an den dritten Pokal. Das macht der Andreas. Mit 17 Punkten sind ein eklatanter Sprung. Der Fabian Frischholz. Herzlichen Glückwunsch, Fabian. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Da kannst du Cola einfüllen, auf jeden Fall kein Kölsch mehr für den. Müsst du wenn Altbier einfüllen. Okay, gut zu wissen. Okay. Bin ich aus. So, und auf dem zweiten Platz der Stefan Sieger aus der Schweiz angereist und den Pokal mitgenommen. Stefan, vielen Dank, dass du erstmal da bist, dass du mitgemacht hast und du hältst die Jahre hoch für die Schweizer. Früher war das ja die Holländer, die Pokale mitgeholt haben. Hier. Insofern ist das eine Steigerung. Dankeschön. Das war jetzt ein Hinweis an alle Piloten bei uns aus der Region. Mach mal Bescheid. Ich käme da mal vorbei. So, und dann auf dem ersten Platz. Wer hat denn mitgemacht und hat noch keinen Pokal bekommen? Wer weiß das? Wer war denn letztens im Urlaub gewesen? Der Holger Wiedersehen, langjähriger Teilnehmer der HDBs. Vielen lieben Dank, Holger, für dein spätes Teilnehmen und vielen Dank, dass du heute wieder alles gegeben hast. Und heute hast du es erreicht. Danke. Den Applaus-Podcast.